Hallo, willkommen zu einem neuen Live-Video. So, ich habe eben ein Stündchen im Simulator zugebracht und alle möglichen Blödsinn ausprobiert. Eine Sache, der Heavy Hacker, der ist bei Heavy Hacker genauso tanky wie der, wo ist das Vieh? Der Rhino. Ja, das fand ich ganz witzig, aber ich habe mal geguckt, was man denn damit kämpfen will, wenn so tanky ist wie der Rhino. Im Grunde genommen könnt ihr einfach einen Rhino holen, der macht alles besser, ne? Also, vielleicht mit dem Sledgehammer konnte man damit bekämpfen, ja, aber das ist auch nicht nötig. Ich wollte mal gucken, ob man die Heavy Hacker Karte benutzen kann. Habe ich auch mal getestet hier. Mit dem Multiple Control könnt ihr ganze Schlachten verlieren. Wenn ihr es nicht freischaltet, könnt ihr ganze Schlachten gewinnen. Das kann so ein Eigentor-Ding werden und viele andere Dinge. Eine Sache, die ich auf jeden Fall jetzt regelmäßiger machen will, ist die Crawler über die Fangs immer zu setzen. Ich meine, die sind super scheiße, aber mit Schild sind die auch noch super scheiße. Und die Crawler sind einfach astronomisch viel besser in jeder Hinsicht, bei jedem Test, ja. Die Herausforderung ist, die in der richtigen Höhe hinzustellen, damit die eben mit den Einheiten zusammenkämpfen und nicht umsonst tanken gehen. Ne? Sonst hat man nichts davon. Das ist halt der Preis, den man dafür bezahlt. Der Fang läuft ja so schnell wie der Rest. Genau, das sind die Sachen, die ich eben so ein bisschen getestet habe. Genau, wer auch schneller Kleinvieh tötet, habe ich noch ein bisschen getestet und so Kleinigkeiten. Also eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, vielleicht auch mal ein Wort dazu. Ich glaube, inzwischen gibt es auch so viele Einheiten und Fähigkeiten und alles, dass man viele Einheiten einfach austauschen kann und viele Einheiten einfach darauf verzichten kann, wenn man möchte. Ne? Also viele Einheiten machen halt irgendwo das Gleiche, nur mit einem gewissen anderen Schwerpunkt oder haben vielleicht andere Fähigkeiten dabei. Das sollte man vielleicht auch beachten, was mich immer mehr dazu führt zu sagen, ich sollte mich lieber spezialisieren auf ein paar Einheiten. Eben auch mal geguckt mit dem Vulken. Also kann er den Steelball noch kaputt machen, wenn der Range und Heal hat. Ne? Sobald einer einloggt, habt ihr verloren. Es sei denn, ihr habt einen Levelvorteil, dann könnt ihr gewinnen. Also auch da gibt es so kleine Feinheiten. Und ihr braucht genau nur einen Levelvorteil, damit das funktioniert. Ja. So. Genau. Also auf Fangs wollen wir verzichten, wenn es irgend geht. Die Welt ohne Fangs spielen. Das ist schon mal ein Vorteil schlechthin. Dem lieber die Herausforderung anzugucken, dass ich die richtig matche, die Einheiten. So. Die brauchen einen Schuss weniger, wenn sie so stehen, ne, um Kleinvieh zu töten. Ja, holt er einen Satellit, ne? Man weiß es natürlich nie. Die packen wir auch dazu. Gucken wir, ob wir die sogar zusammenziehen können, die Gegner ein bisschen. Weil da vorne der steht, desto eher ist das möglich. Dann können die da alle schön gleichzeitig reinballern. Mein Begleitschutz von hinten. Ja, wie gesagt, hier kommt es ein bisschen auf den Zeitpunkt an. Genau, der hat ja eigentlich keinen Flächenschaden und dann ist es besser so zu gehen. Können die mehr kaputt machen. Wir machen es erstmal auf der Höhe. Das wird der innere Radio sozusagen. Den äußeren bauen wir nachher auf. Oh, News! Also die letzten 8 Spiele oder so, 7 davon waren das da. Es ist wieder voll im Kommen. Es war mal eine Zeit lang super stark, hat es nachgelassen. Und ich glaube, zwischen gestern und heute waren alle Spiele Headquarter Rush in dieser Form. Alle. Bis auf eins, glaube ich. Okay, aber dann können wir das jetzt nochmal machen mit dem Flammenwerfer. Ich weiß nicht, warum das gerade so populär ist. Wahrscheinlich sind alle irgendwie müde und wollen schnell hochgrinden und denken, dass das damit schneller geht oder so. Kein Plan. Vielleicht hat irgendein berühmter Streamer irgendwas dazu gemacht oder so. Also es gab wirklich mal eine Zeit, da war das wieder nicht so hardcore beliebt. Und die Zeit ist jetzt vorbei. Eine gute Neuigkeit ist, dass die Steelballs in Kleinholz zerlegt wurden, haben ein bisschen weniger Erfahrung bekommen. Weil der Levelvorteil ist ja astronomisch wichtig, ne? So, 40% mehr Kampfkraft, dann nehmen wir das hier, glaube ich. Versuchen wir da unser Glück. Ja, der hat leider fast aufgelevelt. Das könnte schon tricky sein, jetzt damit das zu machen. Wir machen es jetzt trotzdem. Gucken wir mal. Jetzt habe ich fast den Verkaufsknopf vergessen. Muss ja, glaube ich, schon die Einheiten so langsam anpassen. Jo, da machen wir jetzt schön Kleinholz. Bräuchte eigentlich 2 Einheiten. Also ich weiß, dass jetzt dann so eine Crawler-Zeugs kommt. Ich muss auch einen eigenen Crawler dazu packen. Ich glaube, von hier, wenn ich ihn hier packe, habe ich jetzt Angst, dass der halt. Also er muss davor laufen, das brauchen wir normalerweise in Fängen. Ne? Lass mal gucken, ob du von da hinten laufen kannst. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das funktioniert.
Wenn da jetzt einer steht, läuft er nach links, würde ich vermuten. Ich weiß nicht, auf welcher Höhe der stehen muss. Das muss ich auf jeden Fall nochmal testen. Damit der nicht nach links läuft und die auch nicht. Das könnte ich euch jetzt leider nicht sagen. Gut, räumen wir erstmal die eine Ablenkung weg, damit es da keinen weiteren Levelvorteil gibt. Hat er nicht gemacht? Okay. Ein dritter, ungewöhnlich. Vielleicht noch nicht fertig. Da oben, okay. Okay. Da stand ursprünglich ein Panzer, aber wenn er meint. So, Flammenwerfer hält jetzt erstmal rein. Nächste Runde gibt es dann sicher die Upgrade, entweder der Heal oder die Reichweite. Beides ist relativ beliebt und problematisch. Und ich muss dann entsprechend eben dafür sorgen, dass ich genug tanke, wenn der genug Schaden macht. Und das ist eine Geldfrage. Jetzt haben wir erstmal mit dem Level ein bisschen aufgeholt, aber der ist gleich Level 2. Und damit schon ein gigantisches, astronomisches Problem für den Kameraden hier. Schlimm wäre nur noch, schlimmer wäre es nur noch werden, wenn er noch andere Upgrades bekommen ist. Eine Panzerplatte oder so ein Blödsinn. Dann wäre es besonders schlimm. 59 Kills. Der Backline mehr Schaden gegeben. Jetzt kann er die spammen, die Bällchen. Ich habe noch nie versucht, ob ich auch mal ein Bällchen dazu packen soll da vorne. Zum Tanken einfach. Hier geht es ja nur um Modelltanks. Aber dann hält der Gegner zu gut hoch. Er kann ja den Crawlern halt nicht so gut hochheilen, ne? Das ist der Schlüssel. Flanken lohnt sich, glaube ich, kaum, hatte ich jetzt erstmal festgestellt. Muss ich noch ein bisschen ausführlicher testen. Aber das war so ein bisschen das Zwischenergebnis. Genau. Also wir brauchen auf jeden Fall ganz viele Modelltanks. Da gibt es gar keinen dran vorbei. Astronomisch viele. Erstmal hier den Rest wegräumen, was da jetzt von links kommt. Astronomisch viele. Gerne noch eine zweite Reihe, dass sie von hinten da durchlaufen. Ja, die laufen halt jetzt immer nach links, ist halt mein Hauptproblem so ein bisschen. Der Panzer lasse ich noch da, der hat ja seinen Job gemacht. Dass wir nicht unnötig Sachen verkaufen. Der will da durch. Ich habe jetzt mehrere Reihen. So, der packt jetzt einen Rhino dabei. Hat den auch Level 2 aufgeholt, okay. Ich hätte gedacht, dass er die Seaballs ausnutzt. Oder nicht? Satellit, okay. Vielleicht ein Level 2 Rhino, der am Anfang weniger Schaden genommen hat. Ja, tot. Jetzt habe ich ein Level 2. Sehr schön. Ja, kommen jetzt mehr von den Viechern. Bei einem Level 2 ohne Upgrades und mit dem einen Item weiß man es nicht. Das kann auch eine Täuschung sein, kann er verkaufen, ne? Da würde ich jetzt nicht blind auf mehr hoffen. So, aber ein Feuerchen können wir machen. Ich meine, stärker Flammenwerfer wäre auch nochmal eine Idee ins Weiter. Aber so ein Feuerchen ist, glaube ich, immer ein sicherer Call für eine Runde. Nicht zu weit vorne und nicht zu weit hinten. Okay, den auf jeden Fall aufleveln. Wie gesagt, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der von mehreren Seiten kommt, ne? Das ist jetzt der tricky Part so ein bisschen. Kommen die jetzt von links, von rechts, ne? Mit Level Up und was nicht allem. Also wenn er jetzt hier vorne irgendwo einen hinstellt, läuft er einfach rein mit dem Beacon. Und da gibt es jetzt erstmal nicht so viel, was ich dagegen machen kann. Nur der Flammenwerfer würde wahrscheinlich auch nicht reichen. Außerdem ist meine Luftabwehr nicht existent. Also wir machen jetzt mal die Dinger. Das Problem bei denen ist, dass mir oft das Mikro fehlt, die Klickrate fehlt, um die halt schnell genug aufzustellen, um alles zu reagieren. Ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt locker ein zweiter kommt und mehr Flugabwehr muss ich generell kaufen. Kam kein zweiter, okay. Alle tot. Bam. Solange keiner Upgrade spielt, kann ich die immer noch locker mit Flammenwerfern besiegen. Feuer.
die sich alle nacheinander rumdrehen. Die Panzer machen echt gut Schaden jede Runde. Lass die, glaube ich, da drin. Mal würde ich so einen einzelnen Panzer schon verkaufen, aber der scheint ja jede Runde seine 10k plus zu schaffen. Warum nicht einfach stehen lassen? Vielleicht sogar aufleveln. Ich versuche das auf Finisher zu setzen. Lass mal gucken, ob wir das hier schaffen eventuell. Wie gesagt, die Flugabwehr ist ein bisschen schwach, ne? Und da muss ich diese Dinge auf jeden Fall dazustellen. So, für den dickeren Flammenwerfer. Ja, wenn jetzt Wespen oder so kommen, haben wir ein kleines Problem, aber das muss ein Riesenwespenschwarm sein. Ich glaube, ich mache die auf Level einfach. Bombe. Das kleine Zeug hat leider alles weg. Da hat er jetzt was ausgegeben. Nächste Runde gibt es dann auf jeden Fall ein Upgrade. Ja, kommt ruhig. Ab in den Flammenwerfer. Jetzt fehlen halt hier die einen Teil der Modelltanks. Das ist ein bisschen unschön. Aber ich habe eine zweite Reihe dahinter. Und eine dritte. Eigenen Flammenwerfer. Das waren hier dann zu viele Crawler leider. Aber geht natürlich auch viele Investments in verschiedene Richtungen ein. Ne? Ja, der Rhino da, der tankt mit diesem Item, das ist super unglücklich, wie beim letzten Mal das mit dem Schild, ne, wenn ihr euch erinnert. Das halt Level 2 mit dem Item super, super, super tanky. Ja, jetzt haben wir einen Debuff, jetzt geht alles im Bach runter. Also die Items, die reiten mich jede Runde rein, gefühlt. Obwohl ich tatsächlich gefühlt gestern und heute wieder eine Menge dieser Runden gehabt habe, jede einzelne gewonnen habe, bis auf die, wo halt der Gegner dieses eine Schild-Item hatte und jetzt dieses Tanky-Item hatte. Ne? Also wenn die ein Tanky-Item bekommen, dann scheine ich da nicht gut abzuschneiden. Mal gucken, ob wir da einen One-Shot versuchen können. Ja. So, jetzt kommen wir mal da rein. und dann wird er hoffentlich direkt gehämmert. Die Frage, ob man noch ein paar mehr davon spielen will. Hat nichts an der Flanke. Ja, das wird wahrscheinlich nicht klappen, oder? Mal gucken, vielleicht kommen sie ja da rein. Das ist jetzt auf jeden Fall eine Schlüsseleinheit. Den kann er diese Runde nicht ausmachen, wenn ich das richtig sehe. Den Rest müssen wir einfach mal abwarten. Der ist dahin tot. Wir gucken, ob ich den verlangsamen kann. Er ist jetzt leider auch Level 3, ne? Lass mal gucken, ob die bis dahin tot sind, dass ich den Satellit da vorne anwenden kann. Das wäre schon schön. Der ist halt astronomisch tanky jetzt, ne? Astronomisch. Dafür macht der astronomisch viel Schaden hier. Astronomisch. Mal sehen, mal sehen. Also die schießen ja jetzt beide auf den, wenn er kommt. Der Rest ist ja gleich tot. Und ich kann nur hoffen, dass die sterben, so dass der Satellit denen vielleicht minimal stoppt. Aber ich vermute, das wird nicht viel ausmachen. Weil da oben hätten sie die getroffen, hier unten hat er wahrscheinlich keinen Effekt. Wahrscheinlich war der für die Katz. So, Apo für die Katz, das war auch für die Katz. Und der fliegt jetzt durch. So, mein Freund. 19.000 Schaden. 36.000 Schaden, 39.000 Schaden und weg. Ich meine, Level 2 mit dem, ja, mit dem Item ist natürlich auch nice, da unten. Hat er zwei Salben abgegeben und dann jetzt 84.000 Schaden. Dann hätte ich ja nicht mal das Headquarter snipen müssen. Also mit dem Item hatte ich sicher auch Glück. Es hat sein Item offensichtlich rausgenommen. Kostet natürlich auch ein Vermögen mehr, das Item. Hat gezahlt 350 oder so kostet das. Ne? Also war astronomisch viel teurer als das Photon-Coating-Item. Ja, hat doch funktioniert. Nie dran gezweifelt. Aber diese Defense-Items sind wirklich gefährlich. Da muss man, glaube ich, ein Auge drauf haben.
So, kann der in eine zweite Runde gehen. Aber der Vulk, den er geholt hat, der war gar nicht mal so unclever, ne? Der hat gemerkt, dass dieser unnatürliche Crawler-Spam, den ich da abgezogen habe, dass der nicht mehr von den Mustangs ausreichend kaputt gemacht werden kann, obwohl er ein Item da drauf hatte. Und ein Arclight stand da auch noch, ne? Aber gemerkt, dass beides nicht ausreicht und hat dann sich noch für den Vulken entschieden. Also er hat da schön drauf reagiert. Aber war dann am Schluss doch alles ein bisschen wenig gewesen. Zu viel verteilt wahrscheinlich, ne? Weil er hat ja keine richtigen Upgrades ausgegeben auf den Einheiten. Sind halt zu viel verschieden, als dass sich das wahrscheinlich lohnt. Meine Flanke habe ich falsch gemacht übrigens, ne? Ich hätte einen Level 1 Crawler hinpacken müssen und dann auch einen Level 1 Phönix. Ich habe das einfach mal mit Level 2 gekauft, weil ich das mit dem Item zuerst gemacht habe. Also habe ich unnötig viele Punkte ausgegeben. Obwohl der Phönix, glaube ich, das Headquarter einen Tick schneller so bekommt, aber ist, glaube ich, auch nicht wichtig da an der Stelle. Gegner! Go, go! Das geht, glaube ich. Sag es bitte nicht, dass das nochmal so ein Ding aus Headquarter wird. Ab einem gewissen Punkt wird es auch müde. Ich habe mir nichts dagegen, dass es beliebte Strategien gibt, ne? Aber irgendwie 9 von 10 Spielen oder irgend sowas ist dann doch ein bisschen viel. Jesus, dass sie wieder danach aus. Ah, yes, es war die. Okay, ja, das wäre halt dann einfach so. So, mit Range können die dann von hier alles treffen. Ich stelle die schon mal so auf, als ob ich das erwarten würde. Wird auf beiden Seiten natürlich nicht perfekt klappen. So, dann die Krabbel. Hupsala. Viecher. Ist immer die Frage, wie weit man weg sein muss, wann der Satellit einschlägt. Wenn er ganz hinten hinstellt, kann das sonst böse ausgehen. Aha. Ich weiß nicht, was da los war, als ob es irgendwie in den Zeitungen gewesen wäre, ja? Und das macht's jeder. Also ungelogen. Ich hatte in 2 Tagen nur ein einziges Spiel, wo das nicht vorkam. Und ich mache ja auch ein paar Spiele am Tag. Also ich weiß es nicht, ne? Kein Plan. Ist ja nicht so, dass es das jetzt OP wäre, ja? Ich habe irgendwie von diesen, keine Ahnung, 9 Spielen oder so, habe ich jetzt 7 oder 8 gewonnen. Ist ja nicht so, dass das funktionieren würde. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Muss trotzdem aufpassen, das ist ja ein guter Gegner gewesen. Aber ich stelle da jetzt wieder einen Vulken hin, ne? Und den Marksman verkaufe ich dann wahrscheinlich jede Runde. Zumal ich ja mit dem Mustang auch schon eine Flugabwehr habe, die erstmal ausreichend gegen alles ist. Fangen wir bei den rechten Marksman an. Und er hat auch keinen Steamroll erstmal an der Front, was auch angenehm ist, ne? So dass er kein Level-Nachteil entsteht. Mal gucken, ob ich den Umbau rechtzeitig dann schaffe unter diesen Bedingungen. In der Theorie, wie ich es gerade gesagt habe, klingt es ja gut. Aber ich bin Luftwaffe, merke ich gerade. Oh, scheiße. Aber manchmal braucht man ja wirklich den Phoenix. Und vielleicht der Gegner ja auch Paranoid und baut was dagegen. Aber kriege ich natürlich sehr wenig aus der Karte jetzt wieder raus. Redeployment. Da kann ich ja mehr nach rechts setzen. Das glaube ich ganz okay. Das nehme ich. Dann brauche ich das Verkaufen nicht machen. Ja, habe ich 50 gespart und mehr Kampfkraft früher auf der Seite. So. Ich würde sagen, wir hämmern die ganz schnell da. Wobei, der schießt da jetzt wahrscheinlich rein. Ne? Aber machen wir es erstmal von hier. Da habe ich natürlich zu wenig Geld. Ne? Ich meine, den brauche ich ja sowieso. Das ist jetzt ärgerlich, aber das Redeployment ist, glaube ich, zu gut, um es nicht zu haben. Ja gut, jetzt gebe ich nochmal eine Runde ab, bevor ich den Vulken holen kann, der dann später auflevelt. Also Redeployment kommt mir ja teuer zu stehen jetzt mit dieser Luftkarte.
Natürlich jetzt sehr ärgerlich. Wenn man eine Flanke laufen beim Gegner. Ich kann ihn ja dann wegholen aus der Flanke, wisst ihr? Verliert er also nichts. Ja, besser wird das nicht. Nächste Runde 600. 500 kostet mich hier Spaß und dann das Upgrade. Dann passt das genau, wenn ich nichts hole. Eieiei. Na gut, dann kann ich jetzt zumindest einen Phönix gleich holen. Aber ich muss gucken, ob ich das Kleinvieh wegräume. Ja, also jetzt komme ich in die Wolkenbild eventuell nicht mehr rein. Mal sehen. Ach, die Paranoia. Jetzt kommen die halt von allen Seiten wahrscheinlich, ne? Wie das halt so üblich ist. Und der ist viel zu spät, um einen Effekt zu erzielen. Ugh. Eklig. Naja, die drei Marksmen, ne, ist halt die halbe Armee umfasst, die eigentlich keine Bedeutung hat. Und die Karte hat auch keine Bedeutung. Und das sind zwei zu unbedeutende Dinge gleichzeitig. Das ist ja ein Rush, ne? Da kommt es ja auf jeden Mann an oder jeden Crawler. Der gleich auf den dummen Dings ein. Da kommt ja gleich noch einer dabei, ne? Da könnten wir den verbessern. Das wäre, glaube ich, nicht unwichtig. Kann ich mir halt nur das Upgrade jetzt nicht geben, unglücklicherweise. Aber mit dem Item ist natürlich sonst schön. Ja, vielleicht kriegt die ja dann schnell weggehauen. Mal sehen. Ist mir eigentlich auch viel zu weit vorne. Ich hätte den noch nach links stellen müssen weiter. An Aufstellung noch ungewohnt. Ich muss nachher drum kümmern. So, jetzt gucken wir mal, ob er den Satellit stellt. Dann kann ich ja da durchballern. Es dauert eigentlich viel zu lange, dass das irgendeinen Effekt hat. Also ich glaube, ich mir da selbst das Leben wieder mit schwer mitmache mit der Geschichte. Aber vielleicht hat er da oben jetzt einen Satellit. Dann komme ich da ein bisschen schnell dran, weil der Reichweite hat. Müssen wir mal sehen. Ja, da fehlt jetzt leider 100 Punkte. Ah, okay. Die Runde läuft, also die fängt beschissen an und läuft beschissen. Also das wird, glaube ich, eine ganz üble Runde. Welchen Schaden hat er ausgegeben? Zumindest hat der Marksman einen Schuss getankt. Ja, hätte den jetzt nicht getroffen, hätte ich ihn wahrscheinlich getötet und einmal rumgeschwenkt. Ja, bedenkt ja, dass die weniger Schaden machen so. Das war ein Hit zu schnell. Hätte ich den Marksman also nicht da oben hingestellt, sondern da unten, wäre der tot gewesen. Dann hätte ich die Runde vielleicht sogar gewonnen. La katastrophal. Oh, das können die auch noch mit dem Armor ausknipsen, weil das auf Mustangs ist unglaublich stark. Also im Grunde genommen ist jetzt alles vorbei. Ist das eine Scheiße wieder, ey. Einfach ärgerlich. Ja, das hat er auch aufgelevelt und das Item drauf. Und also ich glaube, dass da einfach zu viel schiefgelaufen ist. Fast schon bevor die Runde begonnen hat, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, Katastrophe. Kann ihm zumindest seine Upgrades ausmachen mit dem Ding. Aber das ist natürlich jetzt eine Riesenkatastrophe hier. Den muss ich nachher aber nach links wahrscheinlich dann stellen ein Stück. Ja, der hat jetzt ein bisschen Flächenschaden, der Gegner. Was natürlich sehr unangenehm ist. Also die Dinger werden sicher gleich, weil er die auch upgradet, mehr kaufen, wenn die auf allen Seiten auftauchen. Ich muss früher oder später auch, ich kann schon mal freischalten, mit der Luftwaffe daran arbeiten. Ich glaube, dass das die beste Lösung dafür ist. Genau, es kommen mehr, es werden die Tank hier. Und dann kommen die gleich von fünf Seiten gleichzeitig. Ich kenne das Spiel hier schon. Also wir machen jetzt die Charge Shot Freunde in der Luft. Ja, sind ausgeknipst. Er hat das Item halt vergeben. Ja. Deswegen ich jetzt also nicht mehr benutzen kann, ne? Jesus, ist das eine Scheiße hier. Also ich glaube, dass die Runde schon bei der Aufstellungsphase verloren war, wenn ich das mal so vorsichtig formulieren darf.
Jo. Das kostet jetzt, glaube ich, zu viel, ne? Da, 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 600. Na, die müssen jetzt einfach da reinhämmern. Gucken, dass ich das ein bisschen länger anhab. Hält ja ein bisschen was aus. Dann kommt die nächste Welle, dass der einfach ein bisschen Schaden machen kann. Der Freund. Aber wie gesagt, die kommen jetzt von allen Seiten. Ne? Also ich habe da keine, gebe da keine Illusionen hin, was da passiert. Leider sehe ich gerade zu spät, dass der da splittet. Fumi. Jetzt ist er umsonst weg. Ja, wenn es läuft, dann läuft es wieder. Na gut, ich kann es jetzt nicht ändern. Das war eine Runde, das muss man einfach akzeptieren. Die war in der Aufstellungsphase schon ziemlich abgegeben. Und dann meine Flanke, die dann auch komplett gekontert wurde. Und Flanken sowieso schwach sind in dem Ding, wie ich immer wieder sage. Und das jetzt auch nochmal bewiesen bekommen habe, gefühlt. Ich glaube, das war einfach komplett durch. Und die Item-Geschichte hat dann auch nicht geholfen. Ne? Weil ich kann ja seine Fähigkeit, die für ihn Schlüssel ist, nicht ausschalten. Aber meine Fähigkeit, die Schlüssel ist, kann er durch das Item ausschalten. Und die Kombination ist natürlich absolut brutal. Ne? Ja, ja, zwei Phönix werden da nicht reichen. Das sind ein bisschen viele von denen. Vielleicht fühlt sich das deshalb OP an, aber ich sag's nochmal. Also es waren jetzt vielleicht irgendwie 9 Spiele, die ich letzten 2 Tage gemacht habe. Und das ist das zweite, weil ich von diesen 9 verliere. Ne? Und bei dem einen lag es halt, wie ich finde, an dem Defense-Item auf dem Steeball damals. Und hier, was ich gerade gesagt habe. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass er ein bisschen aus der Hand genommen ist. Also ne, Startaufstellung ist das eine gewesen, Itemverteilung das andere. Das ist dann einfach vorbei an der Stelle, bevor ich begonnen habe, gefühlt. Ne? Es ist natürlich immer so, dass man gerne Ausreden sucht, das ist ja gar keine Frage. Aber in dem Fall habe ich das Gefühl, dass das Spiel ihn ein bisschen bevorteilt hatte. Eine Sache, die ich in Zukunft mehr beachten kann, ist, dass ich diese Auswahl hier vorne schon so treffe, dass ich direkt auswähle, als ob der Gegner diesen Headquarter-Rush durchführt. Weil ja offensichtlich 99,99% der Spiele jetzt Headquarter Rush ist, ja. Dass ich die halt so auswähle, dass ich direkt dagegen vorgehen kann, ne. Und das hieß halt einfach, dass ich nicht mit Aerial anfangen kann, zum Beispiel sinnvoll. Am besten ist dann irgendwas, wo man mit mehr Geld anfängt, ne. Damit ich halt einfach schneller den draufholen kann mit Upgrades, damit der levelt und dann kann der alles kaputt machen. Das wäre, glaube ich, die schnellste Lösung. Also, ja. Ich schiebe aufs Glück, das kann jeder sagen, schlechter Verlierer. Aber ich denke mal, bei der Aufstellung, das kann ich ändern und bei den Items, mit der Aufstellung wüsste ich nicht, wie ich es hätte anders machen können. So, in dem Sinne, ich bin weg. Ciao, ciao.